LDT bzw. Splash Mage. Ich und sprechen heute. Wunderbar. Und wir sehen Weißel hier wieder mit dem Dakan Duo und LDT mit. Ich krieg den Namen nicht auf die Reihe. Aber heute, glaube ich, ausschließlich mit diesem Char unterwegs. Dann nicht ganz Splash Mage on the Edge zu halten. Kaum sage ich's, ich schaffe es doch. und das sehr frühe Kill für Weißel. 45%. Weiter sehr aggressiv zu Werke. Und damit zumindest stockmäßig der Ausgleich für LDT. Und da kommt auch mein Experte wieder. Da bin ich. Und wieder das nächste Projektil-Battle. Ja. Wie sieht's im Moment aus? Leichte Führung, Beißel. Ja. Was ich mir gerade gefragt habe, wie heißt nochmal der Charakter, den LDT gerade spielt? Robin. Robin ist das. Oder auf Deutsch Daraen. OSD. SD von Beißel. Ich weiß nicht wie genau. Aber ist da irgendwie unter die Stage gekommen und ja, hat jetzt eine leichte Führung ein bisschen verbaut. Muss jetzt natürlich so schnell wie möglich einen Kill bekommen, aber das Wichtigste ist, dass er nicht in irgendeine Combo von Darin reinkommt, also Robin. Einfach weil es unfassbar viel Schaden macht. So 3 Hits oder sowas und du bist schon bei 60. Ja, hat er offensichtlich gerade geschafft, also zumindest wieder den Fehler halbwegs gut gemacht. Na, wer muss approachen? Okay, also tatsächlich, ja, im Moment ist es so, dass Beißel langsam mit seinen Projektilen näher kommt. Ich würde das jetzt noch nicht approachen nennen, aber mal schauen, ob sich das nicht vielleicht auch ändert, weil jetzt im Moment sieht es so aus, als ob Splash Mage einfach super viel Schaden frisst, schon 100% fast unerwidert, eigentlich unerwidert. Oh mein Gott. Das ist halt heftig gegen Dakan zu spielen. Ne? Also man muss schon so unfassbar viel Erfahrung haben, wenn man gegen so einen guten Dakan gewinnen will. Einfach weil man weiß immer nicht so, was man machen soll. Und man muss sein Gameplay auch analysieren tatsächlich. Also wenn man die Möglichkeit hat, also wir zum Beispiel laden das Ganze auf YouTube hoch, immer anschauen, die Matches. Und das killt auch. Einfach weil man merkt gar nicht. So in diesen Drucksituationen ist es gar nicht so leicht zu sehen, wenn man was so man tief, für Fehler gemacht hat. Wenn man gerade drin ist. Ja. Ja, das ist auch schon das Semifinals. Könnte sein, dass ja, SDN muss jetzt, glaube ich, gegen wen denn? Gegen Justin oder gegen Skeddy im Semifinals spielen. Das andere sehen wir hier gerade. Und ich bin mal gespannt auf das Winners Finals. Im Moment ist es so gewesen, dass SDN echt sehr dominant ist, also fast keiner hat eine Chance einfach gegen ihn. Und einer, der auf jeden Fall eine Chance hatte, war Justin, welcher gerade gegen Skeddy spielt. Und ich bin mal gespannt, also es könnte sein, dass SDN jetzt hier gerade ein bisschen Probleme bekommt gegen Justin, aber dazu muss Justin erstmal gegen ihn spielen. Und natürlich kann ich auch komplett falsch liegen, aber es kam auf jeden Fall schon zu knappen Sets und in letzter Zeit hat Justin, oh, das dicker Damage hier gerade. Hat Justin ziemlich,
ziemlich stark sein Gameplay verbessert. Oh, oh schön, okay. Dose ist draußen, einfach weggeschildert. Und so muss man das halt machen. Also, wenn man nicht zu viel Zeit verschwendet, dann kann man das Ding halt einfach wegschäden. Oh, okay, also da darf man echt nicht getroffen werden von. Das ist eine schwierige Situation. Und Beißel hier gerade hat einiges wieder aufzuholen. Ja, das ist schon, also Splash Mage kann schon besser killen auf jeden Fall mit Robin. So starke Attacken einfach. Oh, aber jetzt gerade, wo ich sage, fast bei unter 100 gekillt. Das sieht man selten bei Beißel oder auch bei Duckhand. Außer da kommt irgendwie ein Smash. Oder ein Spike. Und ja, hier schon wieder. Also einfach so starke Aerials. Okay, einmal ein Zickzack. Beißel ein bisschen desperate, versucht es mit dem Spike. 144%, also jetzt ist halt auch die Gefahr, dass man einfach Full Rage irgendein Area abbekommt und early gekillt wird. Ja. Jetzt gerade Offstage auch. Das ist eine Situation, in der ja Beißel ziemliche Probleme hat gegen Splash Mage. Und okay. Richtig. Jetzt kommt erstmal wieder die Phase des Damage-Aufbaus und hier Splash Mage legt auch direkt los. Weiß also versucht, das Setup zu machen, aber nicht ganz geschafft. Und da ist auch wieder das Feuer. Ja, was macht man in der Situation, ne? Also, Splash Mage ist auch ganz gut gegen die Dose tatsächlich. Schildet die einfach ziemlich locker weg. Verschwendet wenig Zeit. Und genauso muss man das machen. Dann ist die Dose weg. Und man kann einfach weiter seines Weges gehen. Okay, wieder eine komische Interaktion hier. Und jetzt liegt hier wieder drei Tage lang so ein Gunman rum. Gut, also 130% hier auf Beißel drauf. Schafft es hier gerade noch mit dem F-Smash den Stock-Ausgleich zu erreichen. Aber jetzt muss er halt einiges an Damage machen. Es wird jetzt nicht leicht. Bin mal gespannt, was er da aus dem Hut zaubert. Splash Mage immer noch zufrieden damit, einfach minimalen Damage zu machen. Der Jab killt. Okay. Also er weiß, wie sein Charakter funktioniert. Und jabbt hier Beißel einfach bei 130% weg. Gut, also 1:1. LDT macht es hier Beißel nicht leicht. Es ist wieder ausgeglichen. Und wie gesagt, auch schon wieder so ein Matchup, das siehst du nirgendwo. Ich habe das Gefühl, dass hier Splash Mage auch gar nicht dieses Edge-Game, was Beißel euch ganz gerne macht, das lässt er gar nicht so krass zu. Ja, er ist da auch gut drin. Also ich glaube, der Einzige, der Splash Mage so wirklich an der Edge halten kann, ist SDN. Der macht das mit jedem. Ja, das hätte einiges an Damage gerade machen können, wenn die Frisbee getroffen hätte. Aber knapp. Oh, auch wieder so eine merkwürdige Aktion. Manchmal zieht die Dose einen so hinterher und explodiert dann halt nicht. Und du wirst nur so ein bisschen weggezogen. Ist das lag. Random oder? Wenn du dich nur mit der Ecke so ein bisschen trifft. Aha, okay. Das, wie gesagt, Duckhand ist ein weirder Charakter. Oh. Big Damage. Okay. Ah, auch Beißel wird getroffen. Okay, jetzt ist er gerade wieder ziemlich even. Also eben, Splash Mage braucht halt echt nicht viel, um viel Damage zu machen. Beißel
hat dann immer so Episoden, wo er einfach so viel Damage macht, über einen langen Zeitraum aber. Und einfach lange die Stellung hält praktisch. Ja. Und jetzt auf einmal ist es 150% Max Rage direkt. Mal gucken, ob Splash Mage es da schafft, irgendwie mal so eine Aerial zu treffen. Okay, die näher trifft, aber killt noch nicht. Okay, Dose kommt. Da ist noch eine Frisbee. Dose kommt schon wieder. Da ist noch eine Dose. Okay. F-Tilt. Ja, muss man auch wissen. Was genau? Ja, dass der killt. Also bei so. Duckhunt hat nicht so viele Kill-Moves einfach. Mhm. Muss man schon wissen, wie alles killt. Das ist genau wie mit dem Jab eben von Robin. Also, dass der irgendwie ab 140 anscheinend killt. Hätte ich jetzt so nicht gewusst. Okay. Also, es ist ein hart umkämpftes Game. Ist auch ein wichtiges Game hier, Game 3. Ist natürlich trotzdem Best of 5. Ja. Bei Beisel muss man auch wissen, ist immer wenig mit Stage-Pick. Also, ihm ist eigentlich ziemlich egal, auf welcher Stage er spielt. Er hat natürlich Favoriten, aber kein Freund von Bannen. Und nimmt eigentlich immer alles da, was da ist, praktisch. Okay. Ja, die Setups von Beisel, es ist immer so ein Hin und Her. Klappen die nicht. Mhm. Der Splash Mage macht das eigentlich ganz geschickt, dass er denen irgendwie entkommt. Beisel versucht, Splash Mage super großräumig zu umspielen, damit er da nicht irgendwie von irgendwas getroffen wird. Das ist schon irgendwie witzig mit anzusehen. Immer so, nein, komm mir bloß nicht viel zu nah. Okay, Back Air, aber nur der Sour Spot. Okay, was passiert? Okay, hatte nicht genug Zeit, da irgendwie ein Setup zu machen. Thoron kann auch sehr früh killen. Okay, die Dose ist jetzt gerade mal aus dem Weg. Weißt du, versucht es mit irgendeinem Setup? Okay, ja. Ist immer so ein bisschen ein Risiko, die Dose einfach stehen zu lassen. Oh, das wurde nicht gepunished, brutal. Aber die Back Air, okay. Und hier wieder eine kleine Lead für Beisel. Wahrscheinlich jetzt wieder Side B Up Air. Das hat bisher immer sehr gut geklappt hier für Splash Mage. Oh Gott, oh mein Gott, wie nah die sich gerade waren. Und da kam keine Aerial. 40%. Langsam muss LDT diesen Kill kriegen. Bekommt auch Kill Moves, aber so weit weg von der Blast Zone, dass das dann doch nichts wird. Dose blockt alles weg oder generell die Projektile von Duckhunt im Moment. Also ist schwierig gerade für Splash Mage irgendwie ein Prozent auch nur auf Beißel zu kriegen. Aber hier, guck mal, das war so ein dadurch, dass er die Dose getroffen hat, ist die Animation sozusagen stuck und das verlängert sozusagen die Zeit, in der man getroffen werden kann und Beißel ist dann reingesprungen. Auch wieder eine Sache, also Dose hat nicht nur Vorteile, man muss es nur einfach wissen. Und sowas irgendwie gezielt einzusetzen, ist super schwer. Okay. Da hatte Beisel auf jeden Fall einen Early Kill vor. Jetzt gerade wird das wieder super, super close. Ja. Es ist sehr schwer vorherzusagen, wer hier gewinnt. Okay, und der Upsmash. Tech gereadet und Upsmash. 2-1 für Beisel. Das heißt Matchpoint für ihn in der nächsten Runde. Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Also im zweiten Game hat ja Splash Mage ordentlich aufgedreht nochmal. Jetzt im dritten hat Beisel ein bisschen adapted, indem er halt ihm so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist einfach. Einfach super heftig hinter den Projektilen versteckt und dann nee, du willst hier, okay. Ich gehe auf die andere Seite. Ja, genau, aber so komplett in den hohen Bogen. Bloß nicht irgendwie in Range kommen. Nee, bloß nicht. Das ist schon witzig. Aber ja, also Robin ist schon sehr scary. Es kann schon sehr scary sein, wenn man einen fähigen Robin-Spieler spielt.
Außer Splash Mage gibt es noch einen in Holland. Mad Ice King heißt der. Der ist auch so ein Character Specialist. Der weiß einfach so total viel über seinen Charakter. Und gegen sowas zu spielen, ist, die haben immer irgendeinen Trick noch. Und das ist super schwer, gegen sowas zu spielen. Wenn man den Charakter nicht gewohnt ist. Ja, aber ein interessantes Matchup auf jeden Fall. Also, wenn so zwei Projektilcharaktere gegeneinander spielen, immer wer diesen Krieg gewinnt. Und ich habe auch das Gefühl, dass beide eigentlich sehr gut adapten können. Ja, habe ich auch das Gefühl. Beißel nur, wenn er muss. Ja. Dann macht er was. Ansonsten kann es auch sein, dass er einfach super stumpf spielt. Er hat auch knappe Sets gegen Leute, die teilweise deutlich unter seinem Niveau sind. Einfach, weil er seinen Stiefel durchspielen möchte, oder? Ja, also er spielt dann halt so seinen Brain AFK Passivmodus. Ja. Halt praktisch der Autopilot. Ja. Lässt den einfach ran, da kommt die Dose raus. Ding, 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 ding. Und naja, oder Twitter-Combo-Modus. Aber es ist trotzdem entertained. Also ja. wenn man Duckhand gewohnt ist, dann kann der entertain. Weiß man, was da alles gut ist. Währenddessen hat Splash Match hier gerade seinen Stock gezogen und führte jetzt gerade mit vielen Prozenten aber. Aber bei Duckhand weiß man halt nie, ob er jetzt nur killt oder nicht. Aber jetzt gerade macht Splash Mage das ganz gut. Jetzt aber gerade Stage Control verloren. Kann halt auch nicht ewig schilden. Irgendwann ist die... Und da, ja, okay, Rolle gereadet. Ja. Irgendwann ist halt das Schild auch durch und dann kann man einfach nichts mehr schilden. Das passiert relativ häufig gegen Duckhand, wenn man... Oh, das ist viel Damage. Oh, und da hat er gerade noch mal einen Tech-Read versucht, aber... Okay. Ja, da ist die leichte Führung auch schon wieder dahin. Oh, das ist sowas von komplett umgekrempelt. Ja. Also er jetzt gerade hier auf Low-Prozenten, gerade mal 12%, und es ist so schwer. Oh mein Gott, Call-Out. Okay. Und macht sich hier gerade eine starke Lead, aber bei Beißel, er muss halt diesen Kill bekommen, damit es wirklich ein Lead ist. Ja. Und jetzt gerade zündet Splash Mage ganz gut zurück und callt diese Jumps out. Ne? Das sind jetzt schon zwei oder drei gewesen. Und er macht noch einen einfach. Beißel macht noch einen. Hast du gegen Scorpion schon? Spielst du gegen Scorpion gleich? Okay. Weiß nicht, wo der ist. Okay. Jemand einen Controller suchen. Ja, bisher ist hier noch nichts weggekommen, also. Wahrscheinlich in irgendeiner Sofaritze. Oh, das killt noch nicht. Ist hier schon wieder komplett even gerade. Ja. Das killt auch noch nicht. Jetzt. Okay. Mhm. Also hier jetzt schon wieder eine Lead für Splash Mage. Das ist ein ziemliches Hin und Her von jedem Stock. Mhm. Gerade wieder Spam-Duell. Duckhand verliert hier so ein bisschen Stage-Control und wird auch offstage geschleudert. Und ja, er hat es versucht. Er hat wieder versucht, den Jump-Out zu callen. War ein bisschen spät und Weißel mit der aggressiven... mit dem aggressiven Counterplay. Okay, jetzt hier offstage. Mal schauen, ob sie jetzt hier was machen kann. Ja, nicht so wirklich. Also er weiß nicht so ganz, wie er die Recovery punishen kann von Splash Mage. Aber jetzt hier mit dem F-Tilt wieder. Also ein wichtiger Kill. Ein wichtiger Kill-Move anscheinend auch. Ist nicht so schwer, den zu treffen. Bevor die Leute bis 200 kommen. Ja, das ist ein ganz schönes Krimi gerade. Und 2,5 Minuten. Ja, das wird schon kein Timeout, aber man muss auf jeden Fall in solchen Matchups auch immer darauf gucken, wie die Uhr gerade tickt. Mhm. Denn wer am meisten Prozente, wer am meisten Stocks hat und am wenigsten Prozente, der gewinnt. Aber es sollte eigentlich in den nächsten 2 Minuten... Ja, kommt drauf an, wie patient die beiden spielen. Ja. Jetzt gerade wollen die sich wieder nicht nähern und denken sich so, okay, ich brauche nur noch ein paar Prozente mehr. Ah, jetzt gerade Beißel.
wie gesagt, LDT, Splash Mage ist auf jeden Fall nicht schlecht. Offstage, beziehungsweise an der Edge, kommt immer ganz gut onstage wieder auch gegen Weißel. Auch wenn er schon hin und wieder mal gecatcht wird. Und man sieht, Splash Mage Cat, er versucht ihn jetzt auch schon irgendwie in Attacke zu treffen. Er muss also dieses Game ja auch gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Ja, ne? Ja, man hat das Gefühl, er will fischen. Er will fischen mit Fair, mit Back Air. Oh, oder für eine Side B. Oh, okay, das könnte was sein. Das ist jetzt gerade eine gute Chance. Oh, geht aggressiv drauf. Traded. Bei so vielen Prozenten fliegt man nur so weit weg schon, dass sich das nicht wirklich lohnt. Weißel super patient. Versucht ganz viel mit der Dose zu machen. Macht nichts ohne Dose, besser gesagt. Okay, da kommt sie wieder. Oh mein Gott. Oh, was könnte Last Hit? Also, oh, okay, 160%. Dose, Frisbee, Gunman, Dose. Und da ist es. Okay. Oh, 42 Sekunden. Ja, also. Alter. Ja, gut. Also, Beisel schafft es hier noch, 3-1 zu gewinnen. Es war auf jeden Fall jedes Game, war